So, da sind wir wieder bei unserem dritten Teil des Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play Kompakt. Also, wie gesagt, ich starte hier schon mal die Düngemaschine, damit wir auch einen schönen hohen Ertrag rauskriegen. Ich habe jetzt also die Sachen im Silo noch verkauft, habe, wie ihr seht, ein bisschen Geld zusammengekriegt dadurch, habe auch die neue Sämaschine schon runtergefahren, an den roten Trecker gehängt. Ja, und jetzt ist die Überlegung, wie wir weitermachen. Also wir könnten uns noch den neuen Grubber leisten oder wir warten die Ernte jetzt da hinten ab und sparen auf das neue Feld. Wobei wir müssen erstmal gucken, was das neue Feld kostet da hinten. Das können wir dann gleich mal machen, wenn ich hier mit dem Düngen fertig bin. Das wollte ich nur auch erstmal zeigen für die Zuschauer, die das jetzt von Anfang an gucken und noch nicht so ganz kennen das Spiel. Durch das Düngen wird also der Ertrag erhöht, verdoppelt. Ist also eine aufwendige Sache in Anführungszeichen, weil das geht also nicht über einen Helfer, sondern das muss wirklich per Hand gemacht werden. Aber es lohnt sich, weil man bekommt wirklich viel, viel mehr raus. Wir haben jetzt hier Raps angesät, damit wir also auch schnell weiter zu Geld kommen. Und, na, irgendwie hängt die Tastatur ein bisschen. Na. Wenn noch nicht die Batterien jetzt leer gehen, hoffe ich. Wäre ein tolles Timing. Aber es sieht noch gut aus. So, ihr seht's, der kleine Traktor kämpft dann doch schon ein bisschen mit dem Teil. Aber gut, erfüllt seinen Zweck. Brauchen wir erstmal nichts Neues kaufen. Können wir erstmal so weiter benutzen. Damit haben wir das Feld eingedüngt. Und jetzt können wir gleich natürlich auch die Zeit ein bisschen hochdrehen, damit wir auch relativ schnell zur Ernte kommen. Ich möchte eigentlich nach Möglichkeit auch relativ früh mit den Kühen anfangen, weil die doch regelmäßig ein Einkommen bringen und hat den Vorteil, wir können also dementsprechend ja auch die Zeit zwischen den Wachstumsphasen des Feldes effektiv nutzen, schon ein bisschen Gras mähen, können damit die Kühe füttern, dadurch kriegen wir schon ein bisschen Geld. Den Rest an Gras, den wir dann nicht mehr brauchen, den können wir zum Beispiel ins Silo packen, können daraus Silage machen und damit die Kühe mit einem zweiten Nährstoff füttern. Das bringt ja noch ein bisschen mehr. Jetzt gucken wir aber erstmal hier. Auch 24.000 kostet dieses Feld. Ja, das ist ein Schnäppchen. Das kaufen wir uns. So, hier seht ihr schon unsere neue große Sämaschine. Ich habe die auch schon voll gemacht. Ist so ein Riesengerät, oder? Ist so ein Wahnsinnsteil. Das heißt, dass wir vorne ja schon jetzt das Feld eingesät haben. Dann nutzen wir die Zeit und säen hinten das Feld jetzt auch ein. Da können wir da schon mal hier wechseln auf Raps. Klappen die Maschine auch schon mal auseinander. Och, ist das nicht majestätisch. Und werden das zweite Feld auch gleich einsehen, können das dann auch düngen. Das ist auch schon mal ein Riesenvorteil. Ich dachte ja, das Feld wäre viel teurer, aber nun gut. Und ihr seht, es geht natürlich mit so einer Sämaschine viel, viel besser und viel, viel schneller. Ist gar keine Frage. Dann lassen wir den da mal arbeiten. Wir fahren dann schon mal entsprechend die Düngemaschine hoch, weil durch die Arbeitsbreite sind wir natürlich auch mit dem Einsehen des Feldes viel schneller fertig. Da müsste also die alte Sämaschine schon zweimal drüber fahren. Das schafft er in einem Zug und das auch noch mit einer höheren Geschwindigkeit. Und dann sehe ich, wir haben noch 33.900 übrig. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Grubber noch, den wir ja auf alle Fälle weiter brauchen. Ich fahre mal hier noch ein Stück zurück. So, wir haben hier irgendwo, also den habe ich, ja, den habe ich jetzt gerade in der Scheune stehen. Aber wir gucken mal. Also den Lemken-Grubber haben wir und der hat 3 Meter Arbeitsbreite. Wir könnten natürlich hier für 22.000 schon direkt mit 6 Meter Arbeitsbreite den Joker holen. Könnten wir uns auch leisten. Was habe ich denn jetzt an Sämaschine genommen? Da war, glaube ich, die ganz große. Oder war das die Sprinter? Da müssen wir einfach nur mal gucken in ihrem Besitz. Da sehen wir das hier. Die ganz große, die 9 Meter habe ich genommen. Gut.
Würde ja eigentlich ausreichen, wenn wir dann jetzt mit unserem Geld erstmal den anderen Gruber holen. Dann könnten wir den nämlich direkt beim nächsten Mal einsetzen. Wir brauchen aber dann eigentlich auch noch einen Traktor mal so langsam. Irgendeinen kleinen Trecker noch. Also nicht zu klein. Aber da sehen wir schon, 57 und 65.000. Das können wir uns dann wahrscheinlich erst nach der nächsten Ernte holen. Wäre aber kein Problem. Das bedeutet Gruber. Nehmen wir am besten mal hier den Horsch. Was ist das für ein Gruber? 5,5, der ist kleiner. Ja, den können wir uns auch dann schon gar nicht mehr leisten. Also, dann nehmen wir den hier. Den kaufen wir uns, den Gruber. Und werden, während hier das Ganze noch arbeitet, da lassen wir hier mal den Hänger stehen, fahren unseren alten Gruber nach oben und bringen auf dem Rückweg den neuen Gruber gleich mit. Dann haben wir da schon mal eine deutliche Verbesserung. Den Pflug brauchen wir ja auch dann, um in der nächsten Folge, da will ich das auch mal kurz zeigen, geht natürlich für alle Felder gleich, aber einmal will ich es dann doch vorführen, die Felder zu verbinden mit dem Pflug. Da kriegen wir dann kostenlose Ackerfläche und na, da können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Und ja, jedes Hektar Land kostet Geld und wenn wir das geschenkt kriegen, nehmen wir das doch dankend und gerne entgegen. Außerdem finde ich, ist es einfacher, dann braucht man nicht dauernd wenden, muss nicht zweimal einsehen, der kann das in einer Tour durchfahren. Dann passt er. Ach, guck mal, und da hinten steht schon das hübsche Teil. Oh, ist das ein Gefährt. Wunderbar. Also, da haben wir doch schon ein bisschen modernisiert jetzt. Und wenn ich das richtig sehe, ist das sogar der mit den Rollen. Da habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet. Aber gut, sollte eigentlich mit dem roten Trecker auch funktionieren. So, wir verkaufen erstmal hier das Teil und holen uns hier den neuen Gruber dran. Also mit dem Traktor geht es hier auf alle Fälle, das ist ja gar kein Problem. Ne, der wird angehoben. Gut, dann müssen wir dann schauen, ob das der rote Traktor auch schafft. Noch schnell hier den verkaufen. 5.500, ihr seht's. Im Laden hätten wir dafür 4.600 bekommen, sind also 900 wieder mehr. Es bringt also definitiv einen Riesenvorteil, das Zeug hier hochzufahren. Und jetzt fahren wir mal mit diesem Gruber Richtung unserem Bauernhof. Ja, kipplastig ist er also schon. Das heißt, schön vorsichtig in den Kurven fahren. Nicht so wie im ersten Teil, wo ich dann hier gegen den Zaun und in den Fels und überall reingedonnert bin, aber nicht da, wo ich hätte fahren sollen. Aber so kommen wir der Sache näher. So, den Gruber brauchen wir ja erst nach der Ernte. Das heißt, den stellen wir jetzt so lange wieder mal hier unter unseren Schuppen, damit wir das da schön sortiert haben. Und einmal rückwärts rein. Da gehe ich mal am besten auf die Frontansicht. Ihr seht schon warum. Weil es ist dann doch ein Vorteil, wenn man sieht, wo man hinfährt. Das könnte wirklich viel helfen. So, stellen wir den da hin. Unter die Überdachung. Wunderbar. Ja, und schon wieder falsch gelenkt. Mit der Tastatur komme ich noch nicht so 100% zurecht, aber das wird noch. So, und hängen gleich wieder unseren Anhänger da dran, unseren Kipper. Wenn wir dann so ein großes Feld haben, wäre doch eigentlich eine der nächsten Sachen, die wir machen können. Schaut mal an, der ist schon fertig. Das ging also jetzt wirklich schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Ja, da wäre eins der nächsten Sachen ja vielleicht doch schon Richtung einen größeren Mähdrescher zu gehen. Wir könnten da auch zur Not noch einen Kredit aufnehmen von der Bank. Da haben wir, glaube ich, muss mal gerade gucken, noch 150.000, die wir aufnehmen könnten. Wobei dafür kriegen wir natürlich noch keinen neuen Mähdrescher. Gut, fahren wir den auch gleich weg. Und als nächstes brauchen wir ja dann, wenn, den Gruber. Da können wir auch gleich mal testen, ob das funktioniert. Oder ob wir da wirklich schon den größeren Traktor für brauchen. Aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Bei dem ist natürlich der Vorteil, der ist zwar groß und schwer hier, aber der fährt auf eigenen Rollen. Und das bringt natürlich schon einen Riesenvorteil, weil dann eben dieses Gewicht nicht getragen werden muss. Und jetzt probieren wir gleich mal aus, ob der Grupper an dem Trecker funktioniert, beziehungsweise ob der Traktor das mitmacht. Und
Ja, ich sehe es jetzt noch nicht. Ne, wir bleiben unten, also wir können den Funk nutzen. Aber ja, ihr seht, wir müssen höllisch aufpassen. Also der ist wohl schon an der Grenze. Viel mehr von Gewicht lose schwebend geht da wohl nicht. Bringen wir den hier schon mal in Position und gehen hierhin. Müssen ja unser Feld noch düngen. Stellen wir gleich Tempomat auf Stufe 2. Dann einmal den Dünger einschalten. Und ab geht's. So, wenn wir die zwei Felder abgeerntet haben, dann haben wir ja zwei Rohfelder sozusagen. Dann zeige ich euch erstmal, wie wir die Felder verbinden. Da gibt es ja die spezielle Funktion beim Flug. Felder erstellen, zulassen. Und dann machen wir aus diesen zwei Feldern eins. So, da wir jetzt zwischendrin noch nicht viel machen können, einfach weil wir noch nicht genug Maschinen haben und Möglichkeiten, werde ich dann bis zum Beginn der nächsten Folge hier die Zeit ein bisschen vordrehen, dass wir im Prinzip so schon beim Erntereif sind und wir dementsprechend dann direkt in die Ernte einsteigen können und dann auch unseren neuen Grubber gleich mal mit austesten. Ich fahre gerade hier wunderbar, weil ich hier voll die Lücken reinhau. Das ist ja ganz prickelnd. Also ich will das jetzt doch zu gut machen und ganz knapp ausnutzen. Das ist natürlich bei der Maschine schwierig, weil man da nicht so wirklich sieht, wie weit geht die raus. Aber wenn wir später dann eine größere haben, die hat dann richtig große Zinken zum Ausklappen, da kann man das viel besser koordinieren. Da sieht man auch genau, wo die Spur aufhört. Aber das werden wir uns ja alles noch bei Gelegenheit holen, sobald ein bisschen der Kleingeld dafür da ist. So. Und gleich nochmal die letzte Bahn. Dann haben wir das nämlich auch aus dem Kreuz. Und dann können wir die Zeit hochdrehen und das Ganze wachsen lassen. Und wir sehen uns dann zu Beginn der Ernte wieder und schauen, was uns die Ernte bringt, wie der Preis bis dahin ist und was wir dann als nächstes noch machen und investieren. Also wir werden auf alle Fälle die Felder verbinden, das ist klar, weil ich möchte da ein Feld draus machen. So, der ist fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar schon in dem Bereich Kühe anfangen, dass ich da schon mal ein bisschen Gras mähen kann. Kühe füttern, Rest in Silo. Also es bleibt sehr, sehr viel zu tun. Aber wir haben ja jetzt schon mal einen großen Schritt vorwärts gemacht. So, das kleine Kerlchen stelle ich jetzt einfach mal hier unter den Baum. Schön versteckelt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich drehe schon mal die Zeit ein bisschen hoch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wir dann hier weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über Daumen, über Kommentare, über Anregungen. Und ich bin immer noch sehr gespannt auf die Feedbacks von euch, was ihr von dieser Kompaktversion haltet. Oder ob euch das vielleicht zu sehr Richtung Game-Test geht oder ob wir das irgendwie noch anders gestalten können. Das müsst ihr dann mir einfach mal sagen, was ihr da gerne möchtet. Und ihr seht schon, wir haben die erste Wachstumsstufe schon erreicht. Wir gucken ganz schnell nochmal auf der Karte, da sieht man es. Beide Felder eingesät. Das Feld 16 ist ein Tick weiter als Feld 15, also eine Wachstumsstufe. Gut, das sehen wir aber dann dementsprechend in der nächsten Folge. Dann sage ich schon mal bis dahin Servus und Tschüss.